Das ist die Geschichte eines Mannes namens Stanley. Stanley arbeitet in einem Büro einer großen Firma. Dort ist er Mitarbeiter 427. Die Aufgabe von Arbeiter Nummer 427 ist einfach. Er sitzt in seinem Raum Nummer 427 und drückt Tasten auf seinem Keyboard. Die Aufgaben kommen von einem Monitor auf seinem Schreibtisch. Sie sagen ihm, welche Tasten er drücken soll, wie lange und in welcher Reihenfolge. Und das tut Arbeiter 427 an jedem Tag, in jedem Monat, in jedem Jahr. Und auch wenn manche das für ermüdend halten, erledigte Stanley die Aufgaben, ohne nachzufragen. Schließlich wurden diese Aufgaben genau für diese Arbeit gemacht. Und Stanley war glücklich. Und dann eines Tages passierte etwas Seltsames. Etwas, das Stanley für immer verändern sollte. Etwas, das er nie wieder vergessen sollte. Er saß bereits eine knappe Stunde vor seinem Schreibtisch, bis er bemerkte, dass nicht eine einzige Aufgabe an seinem Monitor für ihn angezeigt wurde. Niemand kam vorbei, um ihm Aufgaben zu geben, oder ein Meeting anzuberufen, oder einfach Hallo zu sagen. In all den Jahren ist so etwas noch nie in der Firma vorgefallen, diese komplette Isolation. Irgendetwas lief hier gehörig falsch. Geschockt, starr und verwirrt war Stanley eine lange Zeit unfähig, sich zu bewegen. Doch als er sich wieder erholte und einen klaren Gedanken fassen konnte, drehte Stanley sich um und verließ sein Büro. Seine ganzen Kollegen waren weg. Was hatte das zu bedeuten? Stanley beschloss, zum Meetingraum zu gehen. Vielleicht hatte er ja nur ein Memo verpasst. Als Stanley an zwei Türen vorbeikam, nahm er die Tür links von ihm. Aber auch hier befand sich keine Menschenseele. Er konnte es nicht glauben. Also ging Stanley hoch in das Büro seines Chefs, in der Hoffnung, dort Antworten zu finden.